Boah, ich hab voll den fetten Fisch geangelt. Ich will auch einen fetten Fisch. Ich hab was, ich hab was. Und... Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von... Kirby und das vergessene Land. Feuerhöhle im Kraftwerk. Hier auf Katze. Hier auf Katze. Und jetzt geht's erstmal in das Kraftwerk. Wir sind hier in Rotharts verbotene Lande. Und das Kraftwerk ist auch verboten. Ja? Ist es wie nennt man das, ein verlassener Ort? Nicht ganz, denn das Bestienrudel, also die Kleffis, die Knurrillas und so weiter, die leben alle hier. Die leben alle hier, okay. Alles und du siehst schon, es ist gefährlich. Du musst in diese Lücken reinlaufen. Ich tu mein Bestes. Hier rein. Und hier bleiben. Nein, so. Nein! Ich dachte, es geht schneller. Oh, du hast uns beide zerquetscht. Entschuldigung. Okay, habe ich gelernt. Schneller rein. Wow. Okay. Okay, warte. Und jetzt rechts weiter. Ich gebe mein Bestes. Und rein. Okay. Und Kopf einziehen. Und wenn es aufgeht, gehen wir rüber. Raus. Ja, rüber. Springen. Rüber. Gut. Oh, gerade so. Wow, hier ist ja gleich ein paar Feuerbälle. Zack. So, oh, und hier geht's jetzt ja gleich müssen wir weiter. Weiter. Komm. Okay. Hier in die Lücke, hier in die Lücke. Hey, der hat mir meinen Hut geklaut. Nimm deinen Hut mit. So, hier habe ich den wieder. Gut. Wer hat da auf uns gewartet und gezielt? Weiß nicht. Weiter, nach oben. Ah, hier. Nein, hier nach oben. Nein, Elke, nein! Entschuldigung. Jetzt aber Konzentration. Jetzt. Du hast noch ganz wenig Energie. Warte. Jetzt. Und Achtung. Und lauf schon mal. Okay, warte. Boah, gib mir gleich durch. Ja, hier rein. Wow. Und jetzt mach die bereit. Nach oben. Ja. Energie. Komm, Elke, wow! Du hast jetzt durchgezogen. So, den Gorillos habe ich auch erledigt. Und hier gibt's Kaffee für dich. Boah, lecker schmeckt. Erstmal den Kleffi besiegen. So. So, Und dann soll ich hier müssen drücken? Wir da durch hier. Drücken und Achtung, rechts gibt's einen Kasten, den müssen wir öffnen. Komm, schnell. Okay. Und da in den Kasten, da in den Kasten. Da bist du rein, Kirby, nein! Oh, der Rabüffel hat mich besiegt. Jetzt aber ein bisschen mehr Konzentration. Fähigkeit. Okay, und rennen. Schnell da rein. Oh, sehr gut. Ja. Und da wartet Martha. Hallo Martha, schön, dass du wieder bei uns bist. Ja, willkommen in der Freiheit. So, jetzt komm mal links. Da ist der Kontrollraum. Geheimgang. Der Kontrollraum von diesem Kraftwerk. Kraftwerk, jetzt. So, ab in den Kontrollraum und kontrollieren, ob hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. Infiltriere den Kontrollraum. Da hat auf jeden Fall jemand einen Schatz versteckt für uns. Und es gibt hier noch eine Besonderheit. Wenn man diesen Raum erreicht hat, kann man zurücklaufen, um dann etwas ganz Besonderes mit dem Spiel zu entdecken. Ja? Alle, die mein Bonusvideo gesehen haben mit den Hallräumen, werden wissen, wovon ich spreche. Alle, die das Video nicht gesehen haben und sich vielleicht mit dem Spiel nicht so gut auskennen, denen können wir jetzt was Schönes zeigen. Okay, aber was? Warum laufen wir jetzt alles wieder zurück? Ja, das ist Absicht. Okay. Also schnell runter, rein. Oh. Und weiter runter. Und geschafft. Das war aber ein Marathon hier. Ja. Oh, jetzt geht's ja noch weiter. Ja, nochmal. Oh, hier hoch Jenge. Und dann zurück. Nein! Oh. Okay. Oh nein. Ei, der arme Kirby. Okay. Der tut mir sehr leid. Dann nehmen wir die Münzen mit und nochmal, oder? Ja, wir müssen nochmal öffnen. Und jetzt Konzentration, Kirby. Auf jeden Fall. Also den ersten Abschnitt, der hat ja wunderbar funktioniert. Ja, und wir laufen jetzt nochmal zurück, okay? Aha, auf jeden Fall. Den zweiten Abschnitt schaffen wir auch noch. Ja. So. Hier runter jetzt. Und jetzt hier weißt du ja Bescheid. Wir müssen in diese Lücken reinlaufen. Ja, in die Zwischenräume. So, und der zweite Zwischenraum, wartet ja, du noch uns? Hier. Aha. Dann warten und dann wieder weiterlaufen. Laufen. Achtung und weiter. Und jetzt stopp, bremsen, langsam. Ja, und hier musst du springen an der einen Stelle. Ja, da ist eine Stufe. Jetzt rein. Oh nein! Das ist echt verflixt schwierig. Wir müssen ein bisschen schneller sein. Okay, spring. Warte, slide rein. Okay, zurück. Nein! Warum bist du zurückgelaufen? Weil es zu knapp war. Also jetzt. Warte. Jetzt musst du. Warte, komm. Okay. Du musst dich jetzt konzentrieren. Los geht's. Go. Du musst da rein. Wow, wunderbar. Oh, perfekt. Und jetzt links unten rein. Raus, Kirby, slide. Yes.
Oh, und nochmal. Und noch auf die sichere Terrain. Aber das, die Überraschung muss sich jetzt schon lohnen. Die lohnt sich auch, ja, wie ich okay. finde. Okay. Mhm. Oh, wir gehen ja ganz raus. Oh, eine Leiter, eine Himmelsleiter. Ja, mehr oder weniger. Lass uns diese jetzt erklimmen. Okay. Oh, ich mit meiner Höhenangst. Super. Komm, du schaffst das. Ja, warte und. Weißt du, was ich total lustig finde? Immer wenn du so Geräusche machst wie jetzt, singst du immer diese Titelmelodie aus Super Mario 3D World. Die hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Cool, was ist denn das? Das sieht aus wie ein Raumschiff. Ja, und das ist der besondere Raum. Und wir haben hier sogar Retro-Musik. Retro-Musik? 8-Bit-Musik. Ah, cool. Hier kann ich mir eine Fähigkeit wählen. Ja, nimm den Entdecker. Oder? Aber es gibt hier noch eine bessere Fähigkeit. Ja? Und zwar die Kugelblitzfähigkeit. Warte. Lass das mal. Okay. Nimm dir mal die Kugelblitzfähigkeit. Hier, was war diesen schönen Helm. Okay. Das ist das, was du immer verpasst einzusaugen. Okay, warte. Und was muss ich jetzt damit tun? Ja, komm mal zu mir nach vorne. Aha. Okay. Und dann, wenn ich sage, jetzt setzt du deine Kraft ein, dann explodiert hier alles. Ja. Hier, am besten hier an der Stelle. An der Stelle, okay. Ja. 3, 2, 1 und go. Und jetzt, lass platzen. Wow. Da fällt alles in sich zusammen. Und du siehst die Buchstaben. H. Oh, ein Automat. Ja. H. Aber bestimmt Hall, bestimmt, oder? Genau, H-A-L, Hall. H-A-L, okay. Dosen. Und da kannst du jetzt die Stahlkisten kaputt machen. Oder mit den die Holzkisten. Oder so. Okay. Und wie du sehen kannst, du hast über 800 Schuss. Ja, bum, 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 bum. Wo sehe ich das? Ach da, 844. Und wir haben das ja schon mal herausgestellt, an dieser Stelle noch einmal. Ja. Die Dosen, die Kirby da verschießt aus dem Automat, die kann der Waddle-Dee-Assistent trinken. Wie cool. Um dann Energie zurückzubekommen. Oh, ganz viele Münzen und ja, alles Essen. Für uns. Das ist eine richtige Party hier oben. Juhu. So, wow. Dann geht's jetzt da unten durch die Tür, okay? Okay, soll ich mir noch eine Fähigkeit mitnehmen oder... Okay, ach egal. So, Entschuldigung. Okay, egal. Schaffen wir auch so. Ich brauche keine Fähigkeit. Du bist zu gut für die Fähigkeit. Wow, danke schön. Glaube ich zwar nicht ganz, aber ja. Ja, komm. Jetzt da runter. Wow. Und jetzt laufen wir durch die Stahlpresse. Oh nein. Das ist schon schwierig, oder? Oh nein. Ja, was es nun mal eben so in so einem Kraftwerk so gibt. Okay, warte. Wie nennt man das? Diamant habe ich eingesammelt? Ein Smaragd? Ja. Okay, so. Den haben wir auch besiegt. Und weiter geht's. Weiter geht der Spaß hier. Und, oh nein. Achtung. Oh, danke, dass du den geholt hast. Kein Problem. Okay, warte. Da ist noch einer. Guck mal. Ja, sehr gut. Hast du eingesammelt. Super. Okay, und? Und einer fehlt uns noch. Oh, dann kommen wir zum Waddle-Dee. Oh, Achtung, oh, warte, ich komme auch zu dir hoch. Moment. Ja, da hoch. So, den sauge ich. Oh, nein, ich wollte ihn eigentlich einsaugen. Warte, das hier, vielleicht sauge ich den ein. Jetzt. Okay, den kannst du mitnehmen, aber jetzt müssen wir zurück und da nach oben, weil da ist noch der letzte Kristall. Hep. Oh komm, nein, komm. Ich habe nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen. Warte und jetzt. Hoch. Perfekt. Oh, da und hep. Juhu. Sehr gut. Prima. Und dadurch öffnet sich das Tor. Und da wartet... Samira! Wir retten dich! Geht's! Juhu! Willkommen in der Freiheit! Sehr gut! Perfekt! So, und Kirby hat jetzt einen Vulkan auf dem Kopf im Feuerland. Das ist ja super passend! Ja, aber du sollst trotzdem vorsichtig sein. Vor allem jetzt hier bei der großen Presse. Oh nein! Okay, warte. Ich warte ab und... Jetzt, lauf. Nein, ich war, ich hing so auf dem Laufband. Setz deine Feuerkraft an, guck mal, wie viel Energie du immer verlierst bei der platt Presse. Platt gemacht. Okay, warte. Lass dich nicht nochmal pressen, Elgol. Springen. Versuch's. Springen, laufen, springen. Okay, warte. Einsetzen, Kraft einsetzen. Nein! Ob ich das schaffe? Elgol, jetzt okay, bitte. Warte. Konzentration. Ich versuche, oh nein. Was machst du, Elgol? Oh nein, ich will. Elgol, was machst du? Ich gehe baden. Oh. Es tut mir leid. Typisch Elgol. Eieiei, jetzt ohne Fähigkeit, okay? Okay, springen, weiter. Ich hole die Kapsel. Rennen! Weiter. Gut. Oh, gerade noch so geschafft.
Hättest du jetzt noch die Feuerkraft, können wir hier eine Laterne entzünden. Na, okay. Haben wir aber nicht. Wir können das Rätsel also nicht lösen. Ja, okay. Tut mir leid. Schon okay. Achtung, Stachelband! Oh, warte. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Und jetzt aber. Tornado. Alles kaputt. Wie macht der Tornado? Jetzt geht alles kaputt. Boah, jetzt aber. Achtung, Achtung. Boah, die kann ich nicht kaputt machen. Ja, weil das Stahlkisten sind. Und Achtung. Ich hol die Kapsel, ich hol die Kapsel. Lauf du weiter, lauf du weiter. Okay, warte. Und jetzt nach links, nach links. Was machst du da? Hol den Automaten, hol den Automaten schnell. Hol den Automaten schnell, 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 schnell. Und jetzt runter, runter, runter. Runter, runter. Achtung, nächste Stachelwand. Weiter, weiter. Oh nein, Hilfe. Weiter, weiter, du schaffst das. Boah, es ist anstrengend. Nicht aufgeben, du schaffst das. Ich glaube, ich sehe es schon. Achtung, warte. Sehr gut. Hör auf. Da ist wieder ein Wannabe, den müssen wir retten. Wo, Ada? Ich habe ihn gesehen. Warte, warte, warte. Rette ihn. Geschafft. Das ist Philipp. Hallo, Philipp. Super, wie sich Philipp freut. Dann können wir jetzt da runter. Und oh, ich dachte, es kommt die nächste Stachelwand. Nee, nee, aber das ist aufregend. Jetzt kommt sowas Ähnliches. Einmal aktivieren und schnell in die Lücke. Rechts, rechts, rechts. Oh nein. Und jetzt links, 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 links. Oh, links, links. Jetzt Fähigkeit ablegen, Fähigkeit ablegen. Schnell. So? Ja, weil du ein Dreieck brauchst. Schnell. Nein, nein, nicht schießen. Ablegen, ablegen. Elke, ablegen. Was machst du, Elke? Oh. Noch einmal. Okay, warte. Das, diesmal schaffe ich. Diesmal weiß ich ja, was auf mich zukommt. Achtung. Und jetzt links, 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 links. Fähigkeit ablegen, Fähigkeit ablegen, ablegen, ablegen. Jetzt. Und Kegel, Kegel, Kegel. Nicht gegen den Kasten laufen. Kegel, Kegel. Schnell, schnell, schnell. Wow. Jetzt reinspringen, reinspringen, reinspringen. Wow. Wow, super. Das war aber eine knappe Kiste. Ja, besser als gar keine Kiste. Aber, wow, perfekt. Und da ist noch ein Waddle Dee. Ein Waddle Dee. Wer ist das? Malika. Hallo Malika, schön, dass du da bist. Super. Perfekt. Und da sind nochmal drei Freunde von uns. Und die retten wir. Das sind Rüdiger, Josephine und Laura. Hallo ihr drei. Rüdiger, Josephine und Laura wurden gerettet und dürfen nun in die Stadt der Waddle Dees. Ha, viel Spaß dort. Ja, da gibt es viel zu entdecken. Für uns noch ein paar Überraschungen. Bombio. Ein Wüstenfuchs oder ein Urkläppi. Und Tatsandra. Tatsandra. Oh, Elfilini. Ja, und wir haben Elfilini immer noch nicht gefunden. Unser Elfilini. Aber auf jeden Fall, wir suchen weiter. Genau, wir geben nicht auf. Ich würde sagen, da wir immer schwierigere Level haben, werden wir jetzt mal ganz kurz in die Stadt der Waddle Dees gehen. Ja, cool. Zu Rüdiger, Josephine und Co. Aha. Um dort mal als erstes unsere Fähigkeiten zu verbessern. Ja. Das heißt, wir dürfen uns alle auf die Synchronisation des Waffenhändlers freuen, wenn L-Girl wieder ihr Bestes gibt. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. Achtung! Gehen wir erstmal rein, oder? Genau, gehen wir rein und sagen Hallihallo. Hallihallo! Hallo, lieber Händler. Okay. Dann können wir jetzt. Oh. Mit Hilfe der Spezialpower-Tornado. Ja, ja, warte. Warte, du sollst doch direkt eine Fähigkeit auswählen. Okay, dann welche Fähigkeit wählen wir? Also Eis auf jeden Fall. Okay, und gleich drei, oder? Ja. Ja, okay. Lieber Waffenhändler, bitte entwickel mir das. Alles klar, dann eine Sekunde bitte. Achtung, ich mache dir eine super Eisfähigkeit draus. Bitte schön, Kirby. Bitteschön. Wow. Die sieht gut aus, oder? Blizzard Eis, wie cool. Richtig sensationell. Und du musst mal die Fähigkeit einsetzen und auch die Schutzfähigkeit. Auf jeden Fall, wird gleich getestet. Guck mal. Wow. Oha. Und jetzt schütz dich mal mit der Schultertaste. Genau, guck mal. Wow, cool. Da kann dich niemand stoppen, aber du kannst auch nicht springen. Cool. Aber ich glaube, das ist meine Fähigkeit beim Endbosskampf. Brauchst du wirklich. Ich will noch was entwickeln. Ja, was willst du? Was entwickeln wir? Was empfiehlst du? Sollen wir den Entdecker entwickeln? Ja, der Entdecker ist gut. Also den Entdecker kannst du auf jeden Fall. Oder, warte, vielleicht hier den Chakram? Ja, haben wir noch nicht die Fähigkeit gefunden. Ah, okay. Also du musst was anderes nehmen. Okay, Schwert warte. Haben wir auch noch nicht. Warte, dann mache ich, glaube ich, den Entdecker. Oder? Ja, mach mal den Entdecker. Den finde ich nämlich ziemlich cool. Und alle, die meine Serie gesehen haben, die 100% Kirby und das vergessene Land, die werden wissen, dass ich mit dem Entdecker sehr, sehr
oft gespielt habe gegen Ende. Wow. Alles klar, Kirby. Hier ist ein Weltraumentdecker. Tada! Ich frage mich, welche Materialien er dazu verwendet. Wow, cool. Und der hat einen richtig schönen aufgeladenen Schuss. Da wird so ein schwarzes Loch, also es entsteht ein schwarzes Loch. Ich teste. Ja, das sind die normalen Schüsse oder der mittlere Schuss. Aber wenn du jetzt zum Beispiel komplett aufladen würdest, könntest du noch ein schwarzes Loch entstehen lassen. Und dann wird der Gegner so... Ja, der nimmt kontinuierlich Schaden, so wie bei Feuer zum Beispiel. Ah, okay. Aber auf jeden Fall, ich habe zwei Sauerstoffflaschen auf dem Rücken, mir kann nichts passieren. Da hast du recht. Oh, soll Igel. Ich noch den Igel machen? Igel ist eine gute Idee. Okay. Ist meine Lieblingsfähigkeit. Kirby, du willst den Igel entwickeln? Oh ja, bitte. Alles klar, wird erledigt. Hier bekommst du gleich aus dem Krimskrams-Igel einen, ich weiß gar nicht. Wie heißt denn das nochmal? Kristallige! Eine Kristallige! Vielen Dank, mein Assistent! Wow, wie cool! Und du musst dir mal anschauen, wie groß die Stacheln sind vom Kristallige. Wow. Ja, ja, warte, warte, wenn du sie einsetzt. Guck mal, jetzt. Und, wow! Du kannst alles überrollen. Mega schön! Soll ich noch den Tornado entwickeln? Ja, nimm den Tornado noch mit. Okay, Kirby, dein Wunsch sei mir Befehl. Du bekommst ein Super-Tornado von mir. Ich geh kurz entwickeln. Was er wohl verwendet? Wind. Hier, Kirby, hier ist ein Super-Tornado. Tada! Wow, Feder-Tornado. Richtig knuffig. Achtung, ich probiere es gleich mal aus, würde ich sagen. Ja, das ist jetzt ein bisschen größer, wie du sehen kannst. Boah, eine richtig große Windhose. Sieht aus wie Federina, muss man sagen. Oh ja. Soll ich den Bohrer noch hinlegen? Ja, ja, aber nimm den mittleren, weil wir haben noch zwei seltene Steine. Okay. Okay, Kirby, ich mach dir aus dem Bohrer einen Bleistiftbohrer, wenn du das wünschst. Einen Moment Geduld, bitte. Da benutze seinen Bleistift aus der Schulzeit. Hier, Kirby, hier hast du einen Bleistiftbohrer. Ich hoffe, er hilft dir. Komm, wieder aussehen. Wow, wie cool. Mega, der gefällt mir sehr, sehr gut. Er hat einfach einen Bleistift auf dem Kopf. Ja, nicht nur einen Bleistift, sondern du hast eine ganze Spitze auf dem Kopf. Stimmt. Stimmt, richtig cool. Dann, tschüss, Waffenhändler. Tschüss, komm bald wieder. Ja, wir kommen auf jeden Fall wieder. Ich würde sagen, wenn wir schon in der Stadt sind, L-Girl, lass uns mal angeln gehen. Das kann man nämlich auch zusammenspielen. Cool, ja. Wir haben ja schon mal den Aushilfsjob gehabt, aber heute werden wir mal angeln. Angeln, cool. Ich war im echten Leben noch nie angeln. Ich auch nicht. Würde ich aber gerne mal ausprobieren. Ich glaube, da muss man sehr viel Ruhe und Geduld mitbringen. Hundertprozentig. Okay, dann gucken wir doch mal. Du musst einfach nur die entsprechenden Tasten drücken, um den Fisch dann herauszuholen. Wir können beide gleichzeitig angeln oder auch unabhängig voneinander. Und ich habe schon meinen ersten Fisch. War super, ich auch. Das ist, weißt du, an was mich das erinnert? Was? An Animal Crossing. Ja, stimmt. Bisschen Animal Crossing, das ist wahr. Richtig cool. Und vor allem der Sonnenhut. Mal sehen, mal sehen. Oh, ziehen, 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 ziehen. Und ziehen, jawoll. Wieder so ein kleiner Fisch. Super, ja, ich auch. So, aber wir fangen klein an. Ja, wir das ist recht. Wir müssen uns ja steigern. Gleich noch einmal. Angel in die Wasser, Angel in die Wasser, Angel in das Wasser und ziehen. Oh, ja. Ich hab ihn. Wow, und mich hat der Fisch von Stuhl gezogen. Wow. 1596 Gramm. Aber fast jetzt. Also gut über 1,5 Kilo hat meiner gewogen. Wow. Achtung. Babyfisch. Oh, ich hab was. Soll ich dir helfen? Oh, das war gut. Ich hab ihn. Oh, super. Achtung, ich hab auch was. Ich hab auch einen dicken Fisch an der Angel. Oha, was ist ein großer Fisch bei dir. Ja, über 7 Kilo hat er gewogen. Wow, aber ich habe auch 1,5 Kilo. Achtung, ich hab wieder einen. Oh, komm, zieh. Und? Komm. Meiner will ich raus. Guck mal. Oh nein. 7,3 Kilo. Oh, cool. Wow. Ich war gerade so auf meinen fixiert. Und ich bin der Meinung, dass ich fast den goldenen rausgezogen hätte. Es gibt nämlich einen goldenen Fisch. Ja? Der wiegt, glaube ich, über 10 Kilo. Oh nein, jetzt bin ich auch ins Wasser gefallen. Und das ist echt nicht einfach, oder? Und zack. Nee, irgendwie nicht. Also aber schon. Es macht super viel Spaß. Achtung, Kirby, halt dich fest. Halt dich fest, Kirby. Und ja, komm raus. Ich will den goldenen Fisch.
Arsch! Hit dich fest! Wieder 1,5 Kilo. Wow, du hast fast 8 Kilo. Neuer Rekord. Mega. Achtung, ich zieh nochmal und... Ja, komm. Kann man auch Müll angeln? Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe, glaube ich, gefühlt noch nie Müll geangelt. Super, dann spricht das für ein klares Wasser. Ich bin abgestürzt. Geh nicht baden, Freund. Auf ein neues. Wow, du hast eingeschlafen und dann schwingt die Angel. Und komm, links. Und hoch. Und ich hab ihn. Und nochmal baden gegangen. Super. Hey, guck mal, im Hintergrund trinkt einer irgendwie Limonade. Ja, stimmt. Jetzt aber mal schauen, wo ist der goldene Fisch? Wo ist der goldene Fisch? Ich will den goldenen Fisch. Ich habe eine Krabbe geangelt. Echt? Ja. Du hast eine Krabbe geangelt? Ich habe eine Krabbe geangelt. Das habe ich noch nie. Kriegt man Münzen für die Krabbe? Kirby wirft die einfach weg. Ach so. Wow, Pidi-Fisch. Und das hätte ich so gerne mal gesehen, habe ich jetzt nicht drauf geachtet, weil ich hier fixiert bin auf meine Angelei. Komm. Jetzt. Nein. Ich bin schon wieder ins Wasser gefallen. Juhu. Okay. Also mein Angelspaß war auf jeden Fall super. Nochmal fetten Fisch zum Schluss. Sehr gut. So. Puh, dann würde ich sagen, wir machen eine Angelpause. Ja. Und können jetzt schon festhalten, das war extrem lustig. Auf jeden Fall. Meine Lieben, bleibt katztastisch.